Da wär ich wieder in meiner Heimatstadt. Sieht so aus, als ob sich nichts verändert hat. Ob ich dich vermisst hab? Eigentlich nein, aber ist trotzdem schön, wieder zu Hause zu sein. Hab viel Neuland entdeckt, war da, wo ich mich nicht. Heute bei AKTV Martin Moos. Martin, du bist ein junger Künstler, machst Musik. Stell dich mal gerade vor. Ja, Martin Moos, mein Name. Unter Moosen mache ich eine Mischung aus Hip-Hop und Popmusik, nenne ich Hip-Hop. Und ja, habe jetzt ein Lied über meine Heimatstadt geschrieben. Deine Heimatstadt ist? Loma, natürlich. Im Rheinland. Genau. Ganz klar. Du bist hier aufgewachsen, geboren in Loma? Geboren in Troisdorf, aber dann in Loma aufgewachsen, ja. Frage, du bist ja noch jung, wie alt bist du? 24. 24. Aber Musik ist ein Hobby von dir, richtig? Ja, so eine Art Hobby. Also vielleicht schon ein bisschen mehr. Ich sage mal, es ist meine Leidenschaft. Und ja, bin ja noch Student außerdem. Also das ist mein Hauptjob momentan, genau. Aber, was studierst du? Soziale Arbeit. Was heißt das? Ja, das ist der alte Diplom Sozialpädagoge und jetzt umgestellt im Bachelor Master. Wenn man dich jetzt hier und heute fragen würde, womit möchtest du in Zukunft mal dein Geld verdienen? Mit dem, was du gerade studierst oder mit der Musik? Ja, es kommt darauf an, wie sich das entwickelt. Also wenn es klappen würde mit der Musik, ganz klar, würde ich dann die Karriere als Popstar nehmen und wenn nicht, dann bleibt die Musik halt das Hobby oder die Leidenschaft und dann werde ich Sozialarbeiter, was ich sicher auch erfüllen würde. Wäre, ja, damit, ich glaube, damit ist es sicherer, Geld zu verdienen, wie mit der Musik. Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch der Grund, warum ich das studiere. Die Möglichkeit bestände ja noch, dich bei den Dieter Bohlen zu beladen. Ne? Entweder Supertalent oder Deutschland so gesucht. Ja, ich weiß nicht, ob ich da der richtige Typ für bin, weil ja auch vor allem Coverversionen oder so bekannte Melodien gefragt sind. Und ich habe ja jetzt auch nicht eine Opernstimme oder sonstiges. Und ich glaube, meine Musik wird vor allem geschätzt wegen den Texten und da ist bei solchen Castingshows nicht so viel Nachfrage. Texte, wo du sagst, wobei, oder um was handelt es sich? Das Lied, der Film und Beispiel, oder irgendwas Hintergrund erinnert, das können die Leute sich anhören, machen wir einen Link auf. Das handelt von deiner Heimatstadt Loma, wie gesagt. Genau. Können sich die auch angucken auf YouTube und anhören mit einem kurzen Film über Loma. Welche Texte verarbeitest du oder was machst du in deiner Musik? Was verarbeitest du? Ja, eigentlich alles, was mich gerade beschäftigt. Also das können, wenn man gerade frisch verliebt ist, dann schreibt man ein Liebeslied oder ja, wenn man länger in einer Beziehung ist natürlich auch, aber dann sind es andere Texte. Und ja, ansonsten über Loma, der Text, der ist jetzt schon ein bisschen älter. Habe ich vor 4 Jahren geschrieben und jetzt nochmal ein bisschen umgeschrieben, weil sich da auch einiges verändert hat. Früher hatte ich eher so die Einstellung, schnell aus Loma, also Abi machen und dann aus Loma wegziehen. Und das hat sich aber dann doch ein bisschen anders entwickelt. Und so mit dem Alter, ich bin jetzt auch schon Mitte 20, sieht man manche Vorurteile vielleicht auch in einem kleineren Ort zu wohnen. Ach ja. Das heißt, kleinere Ort, klar, wir haben, glaube ich, 30.000 Einwohner, wohnen aber insofern nicht weit vom Ballungsgebiet Köln, das stimmt, ja, Bonn ja. Entfernt. Das heißt, wenn man irgendwie in die Großstadt will, ist man in 20 Minuten da, ja. Wenn man Glück hat. Wenn man Auto fährt. Ja. Das, was ich immer einen Nachteil finde, in Loma zu wohnen, ist, wenn man jetzt in Siegburg wohnt, dann setzt du dich in die Bahn und bist halt in 20 Minuten da. So eine direkte öffentliche Verkehrsverbindung zu Köln. Das stimmt. Ja. Wenn du aus Loma nach Köln fahren musst, musst du erstmal in den Bus bis nach Troisdorf oder Siegburg, dann in die Bahn, da bist du schon eine gute Stunde unterwegs. Ne? Minimum. Ne? Ja, doch, ja, knapp eine Stunde, ja. Wenn man direkt Anschluss kriegt in Siegburg oder Troisdorf. Ja. Deine Musikrichtung bewegt sich in Richtung Hip-Hop? Also Hip-Hop ist so die Basis und es fließen aber auch bei den Rock, Popmusik, alles Mögliche ein. Also ich probiere da viel aus. Und du singst aber auch, nur oder spielst du auch ein Instrument? Ja, ich spiele Gitarre und bis jetzt ist es auch so, dass ich alles am Computer, also Gitarre spiele ich dann ein und der Rest wird am Computer produziert.
und ja, mache quasi alles. Was steht denn auf der Agenda für die Zukunft oder in allernächster Zukunft oder nächstes Jahr? Ja, momentan bin ich gerade dabei, eine Liveband zusammenzustellen. Wir sind momentan auch auf der Suche nach einem Proberaum, also falls jemand seinen Keller zur Verfügung stellen möchte, irgendwo in Loma und Umgebung, die nehmen wir gerne. Und ja, da hoffe ich, dass wir nächstes Jahr ein paar schöne Gigs spielen können. Und ansonsten bin ich gerade mein zweites Album vorzubereiten, das ich dann mit schon älteren Songs aufnehmen werde, die ich damals als einfache Demos aufgenommen habe, und die müssen jetzt nochmal in ordentlicher Qualität aufgenommen werden. Das sind so die nächsten Pläne. Dann versuchen wir mal zusammen mit Agatha TV, ich kann noch ein bisschen weiter zu bringen, vielleicht den einen oder anderen aus anderen Regionen auch Loma nahe zu bringen oder auch deine Musik. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, ich danke auch. Danke. Doch diese Straßen kenne ich wie meine Westentasche. Hey Loma, ich sag dir nicht, dass du die Schönste bist, aber dafür belüge ich dich auch nicht. Loma, was geht ab? Ist meine Heimatstadt, auch wenn ich Fernweh hab. Loma, was geht ab? Loma, was geht ab? Loma, so sieht's aus. Ich hab zwar manchmal Fernweh, aber hier bin ich zu Haus. Loma, so sieht's aus. Loma, so sieht's aus. Ja, du weißt, du bist keine Weltstadt. Wie kommt's, dass ich dich irgendwie gern hab? Vielleicht liegt's daran, dass ich hier schon so lange leb. Hab mich an die Menschen und deinen Slang gewöhnt. An den schlechten Schlaf in der Einflugschneise. Und an die tausend Karnevalsvereine. An die überschaubare Innenstadt. Mit der 556, 557, 558 bin ich tausendmal weggefahren. Nach Siegburg, Troisdorf, Oberrad, Rösrath, Altenrad, auch nach Köln mit der Bahn. Doch letztendlich kam ich immer wieder bei dir an. Ja, ich sag's nochmal, ich bin schwarz gefahren. Nach Siegburg, Troisdorf, Oberrad, Rösrath, Altenrad. Doch wenn ich in Waldscheid war, hatte ich so großes Heimweh jedes Mal. Loma, was geht ab? Ist meine Heimatstadt, auch wenn ich Fernweh hab. Loma, was geht ab? Loma, was geht ab? Loma, so sieht's aus. Ich hab zwar manchmal Fernweh, aber hier bin ich zu Haus. Loma, so sieht's aus. Loma, so sieht's aus. Will nicht behaupten, dass ich sehr an dir häng, aber ich gebe zu, dass wir zwei uns gut kennen. Hab immer gesagt, ich wohne nicht mehr lang, aber wie du siehst, sind wir immer noch zusammen. Wer weiß schon, wie es weitergeht mit uns beiden. Vielleicht werde ich dir ja ewig treu bleiben. Doch auch wenn ich mal in einer anderen Stadt wohne, keine Angst, ich vergesse nicht, wo ich herkomme. Loma, was geht ab? Ist meine Heimatstadt, auch wenn ich Fernweh hab. Loma, was geht ab? Loma, was geht ab? Loma, so sieht's aus. Ich hab zwar manchmal Fernweh, aber hier bin ich zu Haus. Loma, so sieht's aus. Loma, so sieht's aus. Loma, was geht ab? Loma, was geht ab? Loma, so sieht's aus.